Hallo und schön, dass ihr da seid. Heute möchten wir euch was zum Thema Notfallkoffer erklären. Der Notfallkoffer, das ist eine Methode aus der Traumapädagogik. Und darum erzählen wir euch jetzt erst einmal was zum Thema Trauma. Die Weltgesundheitsorganisation definiert Traumata im ICD-10 als belastendes Ereignis von außergewöhnlicher Bedrohung oder mit katastrophalem Ausmaß, das bei fast jedem eine tiefe Verzweiflung hervorrufen würde. Das griechische Wort Trauma bedeutet so viel wie Wunde. Definitionen und Interpretationen von Traumata gibt es in verschiedenen Zusammenhängen und Inhalten, zum Beispiel im medizinischen, biologischen und rechtlichen Kontext. Es ist oft das Resultat von Gewalteinwirkungen, sowohl physischer als auch psychischer Natur. Bildhaft lässt es sich als eine seelische Verletzung verstehen. Als traumatisierend werden im Allgemeinen belastende Ereignisse wie schwere Unfälle, Erkrankungen und Naturkatastrophen, aber auch Erfahrungen erheblicher psychischer, körperlicher und sexueller Gewalt sowie schwere Verlust- und Vernachlässigungserfahrungen bezeichnet. Sie können tiefe Wunden in der Seele hinterlassen, die einen Menschen das Leben lang beeinträchtigen. Wie eine körperliche Verletzung Zeit braucht, um zu verheilen, ist auch ein Trauma eine Verletzung der Seele, die ebenfalls Zeit braucht zum Verheilen. Traumatisierungen, die zunächst rein psychischer Natur sind, können sich in der Folge in psychosomatischen Leiden niederschlagen. Nach Bettina Bonus ist ein Trauma ein Erlebnis, das größer ist als man selbst. Traumatisierende Erfahrungen werden in zwei Kategorien unterteilt. Ein Typ 1 Traumata ist eine einmalige traumatische Erfahrung, wie ein Unfall oder Katastrophen. Ein Typ 2 Traumata ist ein andauerndes oder wiederholendes traumatisches Erlebnis wie körperliche Gewalterfahrungen oder Missbrauch. Symptome eines Traumatas könnten sein Überregungsanzeichen. Sie kennzeichnen eine fortwährende erhöhte Wachsamkeit. Unter Flashbacks versteht man ein Wiedererleben der Situation, welche durch Trigger ausgelöst wurde. Dissoziationen sind eine Art Lähmung in der Situation, um sich vom Geschehen innerlich zu distanzieren. Das Vermeidungsverhalten beschreibt Vermeidungen von Situationen. Ein Trauma kann mit Hilfe eines Notfallkoffers bearbeitet werden. In diesem Notfallkoffer befinden sich verschiedene Skills. Und jetzt möchten wir euch etwas zu den Skills zeigen. Und zwar haben wir da einige vorbereitet. Wir haben das aufgeteilt und fangen erstmal an mit dem Bereich der Wahrnehmung. Und zwar mit dem Fühlen, dem Schmecken, dem Riechen, dem Sehen und natürlich dem Hören. Beim Fühlen haben wir hier als Beispiel Knete. Oder die Gummibänder. Die könnt ihr euch dann einmal um den Arm binden und flitzen lassen, sodass ihr es an der Haut spürt. Natürlich gibt es noch andere, wie zum Beispiel ein Igelball, den ihr schön über eure Haut fahren lassen könnt. Oder ein Massagering. Das sind nur Beispiele, da gibt es natürlich noch viel, viel mehr. Beim Schmecken haben wir zum Beispiel etwas leckere Schokolade. Aber auch ein bisschen Brausepulver, das ihr euch vielleicht direkt auf die Zunge tut. Oder einen Tee, um ein bisschen zu entspannen. Aber natürlich gibt es auch Möglichkeiten mit einem scharfen Bonbon, wie diesem Kaugummi oder hier diesen Lutschbonbons.
Beim Riechen könnt ihr natürlich ein bisschen ganz duftende Handcreme nehmen, eine Duftkerze. Oder ihr füllt euch ein bisschen Kaffee in ein Glas oder andere geruchsstarke Mittel. Und wir haben hier noch ein Aromaöl. Beim Sehen haben wir als Beispiel ein Foto, das euch vielleicht schöne Erinnerungen hervorruft. Oder eine Karte mit positiven Sprüchen. Und beim Hören hätten wir dann natürlich noch ein bisschen Musik oder Hörspiele. So, um euch ein bisschen aus der Wirklichkeit rauszuholen, ein bisschen abzulenken. Das sind nur Beispiele für die Wahrnehmung. Natürlich gibt es noch andere Hilfsmittel. Als Beispiel haben wir hier Mandalas oder eine Maske. Natürlich könnt ihr auch euch ein paar Serien angucken. Und es gibt noch viele, viele weitere Sachen. Aber natürlich geht es auch über Bewegung. Ihr könnt zum Beispiel spazieren gehen, ein bisschen Sport machen, wie Yoga oder anderes, geht joggen. Das ist euch ganz überlassen. Wichtig sind natürlich auch immer Kontakte und Notrufnummern. Einmal zum Beispiel von Freunden oder Personen, die euch gut tun, Familie, wie auch immer, oder die 112. Wichtig ist natürlich auch ein Krisenplan. Dort könnt ihr euch die Frühwarnzeichen vermerken, aber auch, was ihr tun könnt, um für Entlastung zu sorgen, zu wem ihr Kontakt aufnehmen könnt oder wer euer behandelnder Arzt ist und natürlich auch Schutzmaßnahmen. Und als Schutzmaßnahme steht zum Beispiel auch dabei der Notfallkoffer. Das muss aber nicht immer dieser klobige Koffer sein. Es kann natürlich auch für unterwegs in kleiner Form sein.